Der Tod von Matthew Perry schockte Menschen auf der ganzen Welt. In einem gesammelten Statement brachen seine Friends-Stars Jennifer Aniston, David Schwimmer und Co. Ihr Schweigen. Matthew Perry ist tot. Friends-Stars nehmen öffentlich Abschied. Es waren traurige Neuigkeiten. Matthew Perry ist tot. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Sitcom Friends weltberühmt wurde, soll am 28. Oktober leblos in seinem Whirlpool gefunden worden sein. Jede Hilfe kam zu spät. Die endgültige Todesursache ist bislang nicht geklärt. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet und ein toxikologisches Gutachten beantragt, berichtete TMZ. Er wurde nur 54 Jahre alt. Während sich etliche Promis schon kurz nach der Todesmeldung im Netz zu Wort gemeldet hatten, schwiegen Perrys Co-Stars Jennifer Aniston, 54, Courtney Cox, 59, Lisa Kudrow, 60, Matt LeBlanc, 56, und David Schwimmer, 56, lange. Nun brachen sie gegenüber People in einem gemeinsamen Statement ihr Schweigen. Jennifer Aniston Co. Wir sind am Boden zerstört. In der gemeinsamen Erklärung nahmen Matthew Perrys Friends-Stars Abschied von ihrem Kollegen und Freund. Wir sind so vollkommen am Boden zerstört von dem Verlust von Matthew, heißt es. Weiter schreiben die Schauspieler. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt nehmen wir uns einen Moment, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Mit der Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu fähig sind. Jetzt gelten unsere Gedenken und unsere liebe Matthys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der Welt geliebt haben. Jennifer Aniston und Co. waren es, die Matthew Perry stets zur Seite standen. Jahrelang hatte der Schauspieler gegen seine Drogen- und Alkoholsucht gekämpft, wäre sogar fast gestorben. Einst erklärte er über seine Friends-Kollegen. Sie hatten Verständnis und waren geduldig. Es war wie bei Pinguinen. Wenn in der Wildnis ein Pinguin krank oder verletzt ist, umkreisen ihn die anderen und stützen ihn. Sie laufen so lange um ihn herum, bis er wieder alleine laufen kann. Das haben die anderen für mich getan.